Hi, Zeppelin, ganze Moor. Begrüße euch zum Review-Video zum 5.5.2017. Zu der Waffe hier nochmal ganz schnell was gesagt. Ich habe mir eine andere Waffe gekauft damals. Die ist mir leider kaputt gegangen. Die konnte auch nicht repariert werden. Deswegen hat der Shop gesagt, such dir eine andere Waffe aus, also eine Austauschwaffe. Dann habe ich mich für die entschieden. Ich wollte ihn mir eh noch mal holen, wusste nur noch nicht wann. Nun ist es passiert, weil die andere kaputt ist, kommt auch nicht wieder. Habe ich mich für die Marke entschieden als Austauschwaffe. Genau. Ich habe von der Marke schon eine Waffe, auch ein Video hochgeladen von meinem Channel. Da könnt ihr euch das noch mal angucken, um welche Waffe es da geht. Heute geht es um der. Kommt hier halt wieder in so einen geilen Koffer. Sieht echt ansprechend aus, halt dieses Rot mit dem Weiß und halt das Schwarze. Ja, wenn wir das umdrehen, lesen wir hier ist der Hersteller Amokworks. Ja, und wenn wir halt das dann halt nochmal so umdrehen, sieht man hier nochmal ein sehr ansprechender Koffer, wie ich finde. Ja, packen wir die ganze Geschichte mal aus. Hier haben wir noch so eine Karte. Hier ein bisschen mal ranholen, so eine Karte. Na, nichts Besonderes. Ja, sieht ganz stylisch aus. Dann haben wir hier, das macht man oben auf den Schlitten drauf. Das ist auch noch dazu, wenn ihr die Waffe kauft. Kostet sonst 10 Euro. Das ist für ein Mini Red Dot. Ja, zeige ich euch nachher mal, wie das installiert wird. Kostet sonst, wenn ihr es einzeln kauft, 10 Euro. Liegt aber bei jeder Waffe dabei. Nicht schlecht, dass daran gedacht worden ist. So, dann nehmen wir mal die Knifte raus. Legen mal die Verpackung dann halt weg. Braucht ja kein Mensch. Habt ihr ja gesehen. Genau. Und hier liegt sie nun, die ich mir jetzt ausgesucht habe, diese Waffe halt. Hier ist das gute Stück. Ja. Sieht sehr, sehr ansprechend aus. Kommen wir mal, wie gesagt, zu den Eckdaten. Sie wiegt 1250 Gramm mit einem geladenen Magazin. Ja, das Magazin fasst 30 Schuss, macht immer 28 ins Magazin, 28 Schuss BBs, sonst könnt ihr euch die Nozzle oben beschädigen. Also 28 reinladen, nicht 30. Ist auch bei jeder Waffe so. Genau. Sie kommt halt so, wie sie hier liegt, mit einem Gasmagazin, ist aber schon CO2-ready. Das heißt, ihr könnt hier auch CO2-Magazine kaufen und dann könnt ihr mit CO2 schießen. Genau. Nur mal so als Info. Dann nehmen wir sie mal hoch, dann zeige ich euch immer ein bisschen mehr. Ryan, genau. Fangen wir wieder von unten nach schräg oben an. Ja, gut. Hier haben wir, wie bei IPC-Waffen üblich, halt so ein Trichterform, ja. Der ist aus Metall schön gefertigt. Ja, das glänzt auch so ein bisschen, das Rot halt, das schimmert halt so ein bisschen. Finde ich auch sehr toll. Ich hoffe, das kann man erkennen auf der Kamera, ja, wenn man das hier so ein bisschen bewegt. Schimmert das hier innen drin so ein bisschen, sieht echt gut aus, dieser Lack. Ja, dass das Magazin halt, ja, so eine Trichterform, seht ihr ja, dass das Magazin besser reingeht, zack. Ja, dass das nicht verkanten kann. Ja, nicht schlecht. Ja. Dann haben wir hier eine Tuning-Schraube. Sieht auch ganz cool aus Stahl. Das ist aus Aluminium. Ja. Könnt ihr auch wechseln. Ja, einfach hier reindrücken. Und dann könnt ihr dieses Teil auch wechseln. Und das ist schon echt cool gemacht halt. Ja, dass ihr das auch wechseln könnt in verschiedenen Farben. Dann haben wir hier die Tuning-Schraube, wie gesagt, schon. Und hier haben wir das Griffstück. Das ist so ein Scribbling. Ja, das fässt sich ganz gut an. Kommt aber nicht an dieses Scribbling ran von der APS Dragonfly Glock. Ja, ist auch ein gutes Scribbling. Fässt sich auch sehr, sehr gut an halt. Ihr könnt die Waffe damit auch sehr, sehr gut führen. Ist auch eine Handschmeichelwaffe. Ja, also wenn ihr halt die Waffe führt und damit arbeitet, ja, also fässt sich schon gut an, ja. Dann haben wir hier den Magazin-Auslöseknopf, ja. Magazin-Auslöseknopf, der ist auch aus Metall, also aus Aluminium halt, ne. Hat auch hier
so kleine Kerbung halt drinne, ja, so eine Rifflung, flutscht das Magazin schön raus, ja, zack halt, sieht er ja, genau, also auch sehr geil gemacht, genau, dann haben wir halt, wenn wir die Waffe hier mal so ein bisschen schräg drehen, hier die Sicherung, ja, die ist auch aus Metall gefertigt mit den schönen langen Beaver-Tail. Ja, wir haben hier zwei Sicherungen, auch aus Metall. Wie gesagt, das komplette Stück hier mit der Sicherung. Der Beaver-Tail ist auch dafür da, halt, dass ihr euch nicht die Haut klemmt halt. Ne? Bei den normalen Colts ist es manchmal so, dass ihr euch die Haut klemmt, wenn ihr hier den Trigger runter macht. Und das ist halt nicht so cool. Ne? Genau. Dann erkläre ich euch noch mal schnell die Sicherung. Wenn der Hahn gespannt ist, ja, der Hahn, könnt ihr nur die Sicherung reinmachen, ja, das geht nur im gespannten Zustand, dann könnt ihr halt nicht abschlagen, seht ihr ja, na. Und wenn der Hahn oder die Sicherung, wie gesagt, raus ist, könnt ihr immer noch nicht abschlagen, weil halt, ihr müsst ihr die Handballsicherung noch mit reindrücken. Das heißt, jetzt habt ihr die Handballsicherung reingedrückt und jetzt wird sich der Schuss lösen, ja. Und wenn ihr die halt nicht reindrückt, löst sich auch nicht der Schuss. Also ihr müsst wirklich dann halt zack hier mit den Händen rein und dann löst sich auch der Schuss. Sehr cool mit den zwei Sicherungen. Ist halt eben für blöde, sagen wir mal so. Aber das ist bei jeder Colt 1911 so, ja. Ob es halt nun so eine Custom ist oder halt eben normale. Wie gesagt, der Hahn hier hinten, der ist auch ventiliert hinten, schön ausgespart, wie ihr das hier seht, zur Gewichtssparung halt, ja, sieht auch echt cool aus, auch im Rot gehalten, ist genau, man weiß halt eben nicht, wie lange das Rot halt hier hält, wann das irgendwann mal abgegriffen ist, ja, muss man halt dann gucken, in der Praxis, wenn ihr die Waffe halt 100 Mal geschossen habt oder so, ja, ob das halt alles noch so hält, dieses Rot, mal gucken, genau. So, dann halt haben wir hier das Griffstück hier nochmal hier hinten, auch nochmal halt so ein Scribbling halt, ne, und auf der Seite halt auch nochmal, sieht ganz normal aus, ne. Die Waffensicherung kann für Links- und für Rechtshänder gemacht werden, das heißt, ihr könnt halt für Rechtshänder die Sicherung hochdrücken, rausdrücken oder auch für Linkshänder hochdrücken, rausdrücken, ja, ist auch ganz cool gelöst. Dann haben wir, wie gesagt, der Abzug hier, der ist aus Metall, so auch wie der Trigger hinten aus Metall ist. Ja. Auch ventiliert, Aussparung drin zur Gewichtssparung. Der Schlittenfanghebel im Silber schön gehalten, auch aus Metall, Aluminium. Ja. Und hier unten das Griffstück, auch aus Metall, ja, mit einer Montageschiene hier noch drauf, wenn ihr hier seht. Für Kameras und so weiter und so fort. Lichter, die hier nicht verboten sind oder Lichterattrappen. Ja. Dann halt könnt ihr hier auch halt ein Red Dot montieren, halt, wenn ihr hier noch eine Schiene habt. Das zeige ich euch nachher mal. Ja. Mit einem Red Dot halt drauf machen. Genau. Mehr ist hier halt nicht zu sehen, bloß die Griffschalen, die sind aus Plastik, sonst ist hier alles unten aus Aluminium, also aus Metall gefertigt, ja, sozusagen. Dann drehen wir mal die Waffe um, dann finden wir hier auch nichts mehr weiter, hier unten, ja, genau, sehr schön gemacht, wie ich finde. Dann halt kommen wir zum Schlitten, der ist aus Aluminium, CNC gefräst, ja, haben wir hier ein bisschen, hier so ein bisschen geriffelten Griff, dass man hier nicht abrutscht beim Laden, ja. Zack, kann man auch schön von vorne laden. Oder halt, man kann auch von hinten ziehen, weil hier auch geriffelt ist, dass man halt nicht abrutscht, ja. Zack. Genau. Kann man alles machen, finde ich sehr schön. Hier ist auch noch so eine Einsparung des Griffs, also hier des Schlittens halt, ne. Auch cool aus. Und das Blau ist halt auch schön. Ja, so ein Ocean Blau sieht auch sehr toll aus und schimmert auch ein bisschen, auch so wie das Rot schimmert das hier so ein bisschen, wenn man das halt so bewegt,
Sieht auch gut aus. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera zu sehen ist. Ich hoffe es. Wenn es nicht ist, dann tut es mir leid. Das sieht auch echt cool aus. Na, dann haben wir hier oben Kimme und Korn auch nochmal schön abgesetzt. Wenn ihr das hier seht, halt. Ich mache das mal ein bisschen scharf. Genau. Hier mit einem schönen Leucht. Oder genau, Leucht. Dioden drinne, Fieberoptik, ja, kann man auch in der Dämmerung schön schießen, wie auch hier hinten mit zwei orangen Fieberoptiken drauf, nicht schlecht. Und man kann halt dieses noch in der Höhe und in der Seite verstellen oder auch, wie gesagt, das Ding abmontieren. Ich habe das ja euch vorhin gezeigt, dann macht man die andere Platte drauf und kann Mini Red Dot noch verwenden, auch nicht schlecht, ja. Wenn man es mag, kann man das machen. Genau. Wenn wir dann halt hier weiter gucken auf den Schlitten, sehen wir hier auch wieder diese Einsparung. Ja. Auch schön das Patronenlager an Rot gehalten. 45 ACP. Gefällt mir auch sehr gut. Muss man halt eben gucken, ob da Abnutzungsspuren kommen, wenn man lange mit der Waffe schießt oder auch nicht. Ja. Dann haben wir hier auch noch so eine kleine Rifflung drin im Schlitten und halt zur Gewichtsersparung sieht man hier noch mal den Außenlauf. Auch eine coole Sache, ja. Sozusagen. Genau. Ja, mal das Bild nochmal scharf ein bisschen, genau. Mehr sehen halt wir hier nicht. Na, die Visierung halt noch mal schön gehalten. Sieht auch toll aus. Ja. Von vorne sieht sie dann halt so auf, hat noch halt eine Schalldämpfer Aufnahme hier dran, ja, 14 mm Negativgewinde, auch cool und sieht von vorne auch richtig bullig aus, na, genau, und hat auch, wie ich finde, einen coolen Kick, wenn man halt die durchlädt, na, zeig euch das mal, ein bisschen schräg halten, genau, hört sich, hat auch ein, ist auch sehr laut. Ja, ich halte mal das jetzt hier fest. Genau. Hört sich auch sehr cool an, wie ich finde. Ja. Genau. Schießt auch Kunststoff-BBs, Bio-BBs, Alu-BBs 0,30 Gramm, Stahl-BBs 0,85 Gramm. Ja, und auch Rubber 6 mm sind noch nicht verfügbar für die Waffen. Hat auch dann einen Shop nur. Stelle ich dann mal vor, wenn es soweit ist. Ja, die kann man halt mit der schießen. Sie hat mit einem Gasmagazin, was hier im Lieferumfang beiliegt, ungefähr 1 Joule. Mit einem CO2-Magazin ungefähr 1,6 Joule. Das reicht aus. Ja, man kann halt auch mit der Waffe auf 7, 10, 15, 20 Meter noch schießen. Habe ich auch in meinem Channel schon, wo ich auf dem Schießstand bin, mit der anderen Armor Works ausprobiert auf 15 Meter. Schießt sehr top. Ja. Und halt, hier ist das Magazin. Legen wir mal die Waffe weg. Hier ist das Magazin. Ja. Wiegt ungefähr 210 Gramm. Ja. Macht hier mal ein bisschen Silikonöl rauf. Hier unten auch. Und wie gesagt, zur Einlagerung immer ein bisschen Gas mit drin dabei geben. Ist für die Sicherung schonender. Na, die Waffe ist ab Werk, habe ich ja schon erzählt, CO2 ready, ja, und halt ist auch schon, hier ist ein Tuning Nozzle verbaut und halt die Cooldown Effekt habt ihr hier auch nicht mehr beim schnellen Schießen, weil die Magazine sowohl CO2 und Gasmagazin schon getuned sind. Sorry, ich muss mal was trinken, schon getuned sind. Und damit habt ihr hier eine coole Tuning-Waffe schon ab Werk für 170 Euro. Kauft euch noch ein CO2-Magazin dazu, dann seid ihr bei 200 Euro und habt hier echt eine hochwertige Waffe, wie ich finde. Ja, besser geht's nicht. Können sich manche Hersteller eine Scheibe abschneiden. Sie ist sogar zu den High-Capper-Modellen der WE-Reihe. Auch kompatibel zwecks dem Magazin, ja, finde ich auch eine coole Sache. Man hat hier nur das Marking hier oben im Patronenlager
45 ACP stehen. Und wenn man die Waffe halt hier umdreht, haben wir hier dann halt No Retreat, Kaliber 6mm, High Capper 5.1 und halt das F. Ja, ganz dezent hier unten, finde ich auch nicht schlecht. Ja, und man könnte hier denken, man hat hier ein scharfes Modell in der Hand, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, auseinandernehmen tut man so wie folgt. Man macht das Magazin raus, ja, legt sich das Magazin hier weg. Dann halt Schlitten ein bisschen nach hinten. Na, Schlitten ein bisschen nach hinten. Dann hat man hinten einen Knopf, den drückt man hier rein. Zeige ich euch mal hier. Ein bisschen Knopf reindrücken. Genau, na. Ja. Okay. Okay, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz mein Werkzeug rausholen, dann wird das halt besser. Genau hier reindrücken, dann habt ihr das Teil hier in der Hand, legt euch das weg und dann halt einfach den Schritt nach vorne gleiten lassen. Dann habt ihr hier halt das Griffstück nur noch, ja, was schön gefettet ist, die ganzen Internals halt hier. Sind auch aus Stahl gefertigt halt, ja. Sieht sehr aufgeräumt aus, sehr sauber, wie ich das hier finde. Ja, hier schön, hier sitzt der Schlitten drauf. Sieht echt gut aus. Na, legen wir uns das mal beiseite. Und dann haben wir halt hier den Schlitten, der ist auch ziemlich schwer mit den tollen Nozzle, den neuen Tuning Nozzle. Hier den Puffer, den roten noch, ja, dass hier schön halt, hier sieht man auch, dass die CO2 ready ist, dass das hier schön gepuffert alles ist mit einer Stahlfeder und auch hier die Führungsstange, die Recoil-Führungsstange ist auch aus Stahl gefertigt. Genau hier haben wir das schöne Hop-Up eingestellt, hier mit diesen Rädchen und den roten Rädchen, wenn ihr das so seht, ja, hier. Was ab Werk schon eingestellt ist, könnt ihr auch gerne einstellen. Rechts für mehr, links für weniger Hop. Sieht echt gut und sauber halt alles aus. Ja. Und mehr will ich es jetzt nicht auseinandernehmen. Ja. Und dann halt in der umgekehrten Reihenfolge macht er das halt wieder halt. Zusammen, zack, haltet es ein bisschen. Nimmt halt dann halt Schlittenfanghebel, drückt den halt wieder rein, zack, und dann guckt, ob das funktioniert. Funktioniert alles sehr schön. Magazin durchrepetieren. Ja. Hier nochmal das Patronenlager, auch sehr cool. Und dann schießt sie auch wieder an. Ja. Nicht schlecht, ja, die Waffe, wie ich finde. Hat irgendwie was. Ich kann euch ja noch mal die andere Waffe dazu holen. Ja. Mal kurz die Waffe dazu. Zack. So, jetzt bin ich wieder da. Hier ist die andere. Das ist das Premium-Modell. Ja. Das sieht noch ein bisschen einen Tick hübscher aus. Liegt aber in derselben Preisklasse. Finde ich gut, dass das Premium-Modell halt jetzt, wie gesagt, nicht teurer ist. Ja. Sehen beide toll aus, haben irgendwie was. Sie sehen echt customized aus, ja, wenn ihr das hier so seht. Ja, man muss es halt mögen oder die Farbenkombination mögen. Ich mag beide, deswegen habe ich mir die ja nochmal ausgesucht. Ja, sind beides tolle Waffen, schießen auf 15 Meter, 20 Meter noch richtig genau. Und was ich hier noch vergessen habe, wieder zu sagen, hier, ja, das ist ein eigenständiges Bauteil, wie auch bei Original Colts. Könnt ihr auch noch separat rausnehmen. Ist bei dir auch so, ist nicht schlecht, ja, dass sie daran auch gedacht haben. Genau. Dann, wie gesagt, kommt die mit am 28. zum Schießen. Da testen sie mal auf 15 Meter, ob es auch sehr genau ist. Ja, aber ich denke mal schon,
Ich bin raus. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn Fragen sind zu dieser Marke Armok Works und zu diesen Colt-Modellen, gibt es ja noch halt andere in anderen Farben. Dann, wie gesagt, schreibt es unten im Kommentarfeld. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Berlin ganz im Ohr. Bye.